Herzlich willkommen zu Kochen mit Anixe, Gumanns schnelle Küche. Und heute geht es um zwei Rezepte mit Balsamico. Jörg, was hast du dir ausgedacht? Hallo, liebe Zuschauer. Heute werden wir eine Schweinelende in rotem Balsamico-Essig braten mit frischem Rosmarin. Und das zweite Gericht wird ein Spaghetti-Rucola-Salat mit Balsamico Bianco werden. Jetzt bin ich gespannt. Und ich habe gehört, ich darf dir heute wieder helfen. Ja, du musst mir sogar helfen, weil ich in meinem Alter, wo ich jetzt angekommen bin, brauche ich immer Unterstützung. Und du kennst es ja schon mittlerweile, wir brauchen Tomaten, gehäutet und entkernt und natürlich noch gewürfelt. Alles klar, das mache ich doch gleich. Das hast du ja schon öfter gemacht und ich denke, das wird ganz gut klappen. So, liebe Zuschauer, wir beginnen jetzt mal mit der Schweinelende. Die können sich natürlich bei ihrem Metzger auch schon fertig putzen lassen. Das heißt, diese Silberhaut muss davon weg und der Kopf. Und dann haben sie ein wunderschönes Filet. Da habe ich jetzt mal zwei Stück genommen. So, wegen der Pfannengröße halbiere ich die jetzt. Ich glaube auch nicht, dass es die meisten Menschen gibt, die irgendwie so extrem große Pfannen haben. Deswegen ist es wahrscheinlich schon eher ratsam, ne? Die immer zu halbieren, oder? Ja, auf jeden Fall lässt sich halt auch leichter anbraten dann. Ja. Und dann werden wir die kurz salzen. So. Dann gibt man hier noch etwas Power auf die Pfanne und dann kommt natürlich großzügig Olivenöl rein, wie wir das hier lieben. Wie schnell brauchst du denn die Tomaten? Du weißt, ich brauche immer für alles ein bisschen länger, aber das ist du, okay. Bis zum Ende der Kochshow sollten wir sie dann fertig haben und dann wäre mir schon sehr geholfen. Ja. So, jetzt kommt noch etwas Pfeffer darüber. Das ist nämlich das Lustige, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Köche immer sehe, die machen das alles in so einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich glaube, das werde ich bis zum Schluss nicht lernen. Ja, ich mache es aus dem Grund so zügig, damit ich dich noch unterstützen kann. Ne? Genau. Dass wir nicht zwei Kochshows machen müssen, um die Tomaten zu schälen. So, liebe Zuschauer, jetzt geht es ganz einfach los. Pfanne heiß machen. Ich mache das mal hier rüber. Pfanne heiß machen. Und die Schweinelende geht da rein. Das blubbert oder brutzelt ja schon richtig schön hier. So, und jetzt geben wir da noch richtig Power. Und jetzt kommt das nächste wichtige, die wichtige Zutat. Ich hoffe, Sie können mich noch erkennen. Hinter diesem Rosmarinbaum, hat unser Aufnahmeleiter gesagt, das wäre ein Baum. Ja, wer weiß, wo der herkommt. Von der Lüneburger Heide wahrscheinlich. Da brauchen wir jetzt also großzügig Rosmarinzweige. So, das ist schon mal eine entsprechende Menge und die Rosmarinzweige kommen jetzt zwischen die Schweinelendenstücke. So, und die sollten also auch Kontakt haben mit dem Fett, damit wir eben auch die ätherischen Öle aus dem Rosmarin da rausbekommen. Ja? Machen wir noch einen dazu. Zack. Das sieht vielleicht schon die Deckenkammer jetzt, wie das Ganze ausschaut. Ja, das sieht schon toll aus. Auch habe ich auch gerade gedacht, als ich reingeschaut habe. So, und während das Ganze jetzt brät, kommen wir jetzt gleich schon zum nächsten Zwischenschritt. Ich hole mal die Zutaten hierher. Wir haben also für den Spaghetti-Salat noch einen frischen Parmesan, ganz wichtig. Jede Menge frischer Rucola und das ist Freiland-Rucola aus der Pfalz. Und er schmeckt wesentlich würziger als diese abgepackte Supermarktware. Also ich kann Ihnen wirklich nur raten, gehen Sie zum tollen Gemüsehändler, so wie bei mir Bechers Markthalle in Bad Dürkheim. Und dann haben Sie einfach eine ganz andere Qualität. Wurde heute Morgen frisch gepflückt auf dem Acker. Sehr schön. Und natürlich Knoblauch. Die Tomate haben wir heute nur symbolisch, denn die habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Genauso wie ich die Spaghetti schon vorgekocht habe und mit kaltem Eiswasser abgeschreckt. Ich gehe davon aus, das wissen Sie alle, wie es funktioniert. Das müssen wir nicht in jeder Kochsendung neu machen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, weil ich mich bei diesen Tomaten gerade schwer tue. Die andere war so länglich, da konnte ich das besser aushebeln. Ich brauche tatsächlich noch mal einen Tipp, wenn ich die jetzt so habe, wie löffel ich das jetzt am besten aus? So, dann gehen wir auch mal hier drüber. Du fängst hier oben an. Ja. Und dann auch wirklich nur die einzelnen Tomaten kammern? Ach nee, mit der Mitte mit. Ah, okay, weil das habe ich dann hier falsch gemacht. Und dann hier aushebeln. Genau. Ja, sehen Sie, ich brauche auch immer noch... ein bisschen, wie nennt man das, Support, ja? Weil also beim 10-jährigen Jubiläum kann ich dann tatsächlich, ja. Nee, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, das da rauszuhebeln. Deswegen habe ich gefragt, weil mir das so ein bisschen schwierig vorkam. So, dann wenden wir die Schweinelende. Wir wollen die jetzt erstmal nur anbraten. Die Farbe kommt später.
Ja. Und dann sind wir schon beim roten Balsamico-Essig, also beim klassischen Balsamico-Essig. Da braucht man jetzt gar nicht so eine hohe Qualität, sondern einfach einen Standard-Balsam-Essig nehmen, weil wir das Ganze in der Pfanne reduzieren werden. Also das dann auch wirklich karamellig wird, der Zuckeranteil natürlich steigt und die Flüssigkeit verschwindet. Und dann wird es auch ein schöner Sirup am Schluss. Und das können wir jetzt schon zugeben. Nicht wundern, das spitzelt dann ein bisschen in der Nase, liebe Tanja. Okay. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt gleich niesen muss, wenn der Essig hier rauskommt, dann wissen wir Bescheid. Also schauen Sie bitte zu, großzügig. Balsamessig da drauf. Abgelöscht. Man hört das richtig, ne? Wie das jetzt so aufhört zu brutzeln. So. Und in der Zwischenzeit schäle ich schon mal den Knoblauch. Genau. Ich kämpfe immer noch hier mit dem. Sehen Sie, liebe Zuschauer, das habe ich jetzt eben gerade gesagt. Ich habe es eben gerade richtig in die Nase rein und in den Hals. Ja, deswegen. Also, mal gucken. Ja, ist da Säure drin, ne? Ob ich eine Zulage bekomme hier. Gefahrenzulage. Also, bis der Dampf hier verschwunden ist, der Säuredampf, und ich der Tanja noch geholfen habe, den Rest hier auszulösen, bevor ich es komplett zerhackt habe. Eine kurze Pause und Sie schalten gleich wieder ein. Bis gleich. Genau. So, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder und ich gehe davon aus, Sie sehen jetzt von oben in meine Pfanne und man sieht jetzt, nachdem ich 5 Minuten die Schweinelende von links und rechts jeweils angebraten habe, dass der Rosmarin jetzt auch schon zusammengefallen ist. Mhm. Ergo, er hat sein Aroma in den Sud reingegeben und durch das Verdampfen haben wir jetzt so eine schöne karamellige Sirup-Form vom Balsamessig. Ich glaube, man kann das, glaube ich, gut sehen. Ja, ja. Richtig. Und das Ganze geht jetzt noch mal 10 Minuten bei 160 bis 170 Grad in den Backofen mit Ober-Unterhitze. Ich mache den wieder auf. Mhm. Genau. Perfekt. Und zu. So, und zu. Und während ich jetzt mit dem Spaghetti-Salat weitermache, kann Ihnen die Tanja noch ein bisschen was über Schweinelende erzählen. Genau, aber erst darf ich dir meine wunderbar ausgehöhlten Tomaten geben, wo du mir jetzt noch mal geholfen hast, dass sie auch wirklich ordentlich aussehen. Ich habe mir heute schwer getan, das ist echt lustig. Das letzte Mal ging es ruckzuck, aber das war jetzt nicht so einfach. Ja, Schweinelende oder Schweinefilet, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich ein und dasselbe. Filet heißt auf Französisch bzw. auf Deutsch übersetzt aus dem Französischen so viel wie dünner Faden und bedeutet eigentlich wirklich tatsächlich genau dasselbe Fleisch. Interessant ist, dass diese Schweinelende ja ein keilförmiger Muskel ist, und zwar im hinteren Bereich am Rücken des Schweines. Und weil dieser Muskel nicht so großartig benutzt wird von dem Schwein, ist er sehr zart. Und er ist im Grunde genommen auch das teuerste an dem ganzen Tier und schmeckt wohl auch für Menschen, die Fleisch essen, sehr, 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 sehr gut. Und die essen es sehr, sehr gerne. Was noch wichtig ist zu wissen, das Filet jetzt zum Beispiel, also in dem Fall halt eben das vom Schwein, ich zeig's mal hier von meinem Rücken. Deswegen ist es das zärteste Stück, liebe Zuschauer. Bei dem Huhn ist es quasi die Brust, da nennt man das Brustfilet, ne, beim Huhn, das ist das komplette Ding. Beim Schwein ist es wirklich halt echt nur die Sache. Zeig's doch nochmal bitte in die Kamera, liebe Zuschauer. Ja, also nur, damit Sie auch ein bisschen Spaß haben zu Hause. Ja. Und was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Filet, es zuzubereiten, deswegen war der Jörg jetzt gerade so erpicht darauf, dass wir jetzt endlich fertig werden und weitermachen können. Wenn es nämlich zu heiß ist, ne, oder von der Temperatur her, dann wird es zäh, richtig? Genau, es wird halt trocken. Wenn der ganze Fleischsaft raus ist, das sollte man so mit der Kerntemperatur von 65 Grad, ist so ideal eigentlich für Schweinefleischzubereitung, dann hat man es schön rosa in der Mitte. Und wenn man dann frisches Schweinefleisch nimmt, dann hat man auch gar keine Probleme jetzt mit irgendwelchen Bakterien oder sonstigen Verunreinigungen okay. vom Fleisch. Ja. Gut. Ja, so viel zum Schweinefilet bzw. zur Schweinelende. Jetzt wissen Sie das auch. Und Sie wissen ja, das ist das zärteste Stück hier. Tanja, okay. Parmesan. Oh ja. Und eine Reibe. Parmigiano. Und ich glaube, du hast auch noch eine Schüssel. Ja, die hole ich mir. Da darfst du mir jetzt Vollgas richtig viel reinreiben. Das mache ich doch gerne. Und wir haben hier schon mal die Spaghetti vorgekocht. Ich lasse sie extra in der Originallänge. Das wird ein bisschen aufwendiger vom Marinieren bzw. vom Geschmengen. Aber mir macht es einfach mehr Spaß, die langen Spaghettifäden im Salat zu haben. Sie können natürlich auch die Spaghetti vorher zerbrechen, bevor Sie sie ins Wasser tun, wenn Sie es dann ein bisschen komfortabler haben möchten. Allerdings fallen Ihnen dann immer die Spaghetti von der Gabel. Ja. Mir macht es so rum mehr Spaß.
Und was wir jetzt haben hier, wir haben natürlich jede Menge Tomaten. Aber bevor wir mit den Tomaten anfangen, haben wir jetzt unseren weißen Balsamessig. Also es ist ja eigentlich auch nur ein Weinessig. Und der ist jetzt eben aus Weißweintrauben. Und er ist natürlich nicht in einem Fass, in einem Holzfass gekeltert. Ja. Und da gibt es eine ordentliche Portion dran. Dann kommt dazu Salz. Pfeffer aus der Mühle. Konzentrieren Sie sich hier auf den Parmesan? Nein, ich schaue dir einfach ganz fasziniert zu, weil ich denke immer, da muss man viel mehr dran machen. Und das ist doch, sind eigentlich die Standards und es schmeckt so gut, oder? Ja, der Vorteil ist ja, die Zuschauer müssen mir ja Glauben schenken. Ja. Die haben sie noch nie probiert. Ich sage immer nur, ist das lecker? Egal, ob es versalzen ist oder zu wenig. Nein, nein. Im Großen und Ganzen hast du recht, passt es. Du hast ja recht, du hast ja recht. Also eins muss man mal sagen, alles, was wir hier machen, schmeckt bis jetzt gut. Und wir sind immerhin schon ziemlich weit fortgeschritten in unseren Folgen, ne? So. Und jetzt kommt da noch ordentlich Olivenöl drüber. Das brauchen wir auch, dass es fluffy wird. Und jetzt unsere nächste Hauptzutat, Rucola. Genau, oder Rauke. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen das Gleiche. Genau. Dann gebe ich jetzt aber schon mal die Tomaten da rein, damit ich auf meinem kleinen Arbeitsbrett hier etwas Platz habe. Darf ich noch kurz was zu den Spaghetti sagen und zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Durchbrechen und diesem ganzen Kram? Ja. Es ist wirklich interessant, weil ich weiß noch, als ich klein war, da war das eigentlich eher klassisch so Tradition, dass die Kinder durchgebrochene Spaghetti bekommen haben. Also ich glaube, ich war irgendwie Teenager, als ich endlich mal Spaghetti am Stück bekommen hatte. Ne? Und ich finde das einfach eine unheimlich schöne Art und Weise, die Spaghetti so zu genießen. Ich kann es jetzt auch ohne Löffel, ja? Ja. Aber ich finde es eigentlich, das mit dem Löffel finde ich jetzt nicht so dramatisch. Da haben ja manche Menschen auch so ihr Problem mit und sagen, nein, Spaghetti darf man nicht mit dem Löffel essen. Also ich finde es besser als schlurfen oder reinschlurfen. Natürlich. Ehrlich gesagt. Aber meine Kinder zum Beispiel, das wollte ich eigentlich erzählen, die wollten nie, dass ich ihnen die Spaghetti durchbreche. Die fanden das ganz furchtbar. Das glaube ich. So, liebe Zuschauer, und jetzt der letzte Sepp im Teil Nummer 2. Unser frischer Freiland-Rucola, der wird jetzt nur einmal noch in der Mitte halbiert. Und leider haben wir keine größeren Schüsseln, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Zack. Dass du es durchmengen kannst. Ja. Wir haben noch die große Metallschüssel. Wenn dir das was bringt, müssten wir das irgendwie. Dann machen wir das mal schnell. Ja? Das wäre mir eigentlich recht, wenn du mir die kurz geben könntest. Achtung, ich zeig's dir oder ist sie nicht größer? Schau mal, schau mal da rein. Damit komme ich besser klar. Damit kommst du besser klar? Hoffentlich, sage ich jetzt mal, ja. Weil sie ein bisschen breiter ist, ja, nehmen wir die andere da unten runter. Ah, sind sogar drei. Du könntest es aufteilen in mehrere Portionen. Eine reicht mir. Okay, da so. Da müssen wir zwei Kochshows drehen, wenn es aufteilen soll. Genau. So, liebe Zuschauer, also hier zwei riesenbunt Rucola da rein. Und jetzt gebe ich das natürlich alles dazu. Und nachher richten wir es Ihnen schön wieder in der Glasschüssel an, dann können Sie alles gut erkennen. Sagst du mir noch ganz kurz, mache ich jetzt den ganzen Rucola, Parmesan? Den Parmesan und die Hälfte, ja. Also noch so einen Zentimeter, okay. Kannst du ruhig noch reiben, zwei Zentimeter. Ja. Wir haben ja auch gleich wieder Pause. Ja. Und dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, ich menge hier mal den Salat durch mit meinen Fingern, aber Sie müssen nicht zuschauen. Und die Tanja versucht sich noch weiter hier am Parmesan und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Jetzt ist es soweit. Das Ländchen da hinten ist fertig. Der Jörg holt es gerade da raus. Und ich sage Ihnen mal kurz, wo Sie jetzt auch die Rezepte zu diesen beiden Gerichten finden. Nämlich auf www.anixehd.tv/kochshow. Beide Rezepte unter einem Foto. Und Sie können sich das wieder ausdrucken und dann einfach nachkochen. Und ich sehe schon, das ist richtig, wie soll ich denn sagen, richtig dunkel geworden, ne? Das Fleisch durch diesen Balsamico-Essig. Genau, das hat eine schöne Farbe jetzt gekriegt. Nicht alles nur Röstaromen vom Braten, sondern natürlich auch von der Balsamico-Reduktion. Und das Ganze geht jetzt hier auf dem Herd nochmal drauf. Und dann machen wir hier noch ein bisschen warm. Aus folgendem Grund, das lassen wir noch kurz ein bisschen einreduzieren, das Ganze. Mhm. Und werden das auch noch etwas würzen. Säure haben wir jetzt ja genug drin. Ja, das riecht man übrigens immer noch. Das ist faszinierend mit der Säure, muss ich wirklich sagen. So, das Fleisch habe ich jetzt ruhen lassen. Das kann man also lauwarm servieren, das Ganze, wie wir es jetzt tun werden. Sie können es auch 2-3 Minuten vorher aus dem Ofen nehmen und dann einfach über Nacht in den Kühlschrank stellen. Fleisch abdecken mit Aluminiumfolie oder auch auf dem Küchentisch 1-2 Stunden, bis es abgekühlt ist und dann über Nacht in der Marinade ziehen lassen. Dann wird es noch intensiver. Aber mir gefällt das Lauwarme eigentlich am
am besten. Ja. Ja? Also ich habe es übrigens als kalte Tranchen angeboten und angepriesen. Sie sehen, in der Sendung ändert sich dann doch noch einiges. Also wir haben es jetzt lauwarm und Sie können es aber auch, weil ja gerade ja eben erklärt hat, kalt machen. So. Ja, und ich hatte mal wieder Glück, ohne keinen Temperaturfühler, habe es natürlich wieder auf den Punkt gemacht. Gerade ich habe den Job mal irgendwann gelernt. Aber sag mal ganz ehrlich, wo ist denn der abgeblieben? Den hatten wir nämlich irgendwann, ja, der ist schon wieder verschwunden. Irgendein Mitarbeiter macht jetzt ein Kochstudio nebenbei auf. Währenddessen machen wir auch noch schnell den Spaghetti-Salat fertig oder wolltest du jetzt noch was ansagen? Nein, wollte ich gar nicht. Hast du schon alles erledigt? Ich gucke dich ganz gespannt an und möchte wissen, wie es weitergeht. Dann darfst du jetzt... Wo ist die Knoblauchreibe? Parmesanreibe? Die Knoblauch- und Parmesanreibe ist da drüben. Dann hole ich sie doch glatt. Nein, ist sie nämlich nicht. So, ich habe natürlich in der Pause den Salat einmal durchgemengt und jetzt wieder zurückgefüllt. Und jetzt muss man das Ganze mal probieren. Den Nudelsalat muss man wirklich, wie alle Nudelsalate, 2 bis 3 Mal nachschmecken. Weil die Nudeln durch ihre hohen Stärkeanteile natürlich unglaublich viel Aroma und Flüssigkeit aufsaugen und viel neutralisiert. Und du machst jetzt gleich den Knoblauch noch da oben drüber? Nicht ich. Ich mache den Knoblauch oben drüber. Gut, dann werde ich jetzt die Parmesanreibe besorgen, beziehungsweise die Knoblauchreibe. Und du kannst mal kurz alleine weitermachen. Okay, also Tanja ist unterwegs, gar kein Problem. Wir brauchen noch etwas Essig. Und wir brauchen auch noch mehr Salz. Und noch etwas Pfeffer. Und natürlich der Knoblauch, wenn er denn heute noch kommt, beziehungsweise die Knoblauchreibe, liebe Zuschauer. Tja, jetzt fühle ich mich erstmal etwas hilflos, denn ich bin hier heute ohne Moderatorin, aber ich werde es schon irgendwie hinbekommen. Ich bin wieder da. Glück gehabt. Ja, und jetzt darf ich das direkt da reinreiben? Ja, bitte. Okay, so wie gehabt, ne? Wie wir es schon immer gemacht haben. So wie gehabt. So, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich musste gerade mal rennen. Das hatten wir nämlich schon weggeräumt, in Anbetracht dessen, dass wir dachten, wir brauchen es nicht mehr. Dann übernehme ich kurz und du kannst schon mal einen Teller zum Anrichten Jawohl, holen. Das machen wir. Dann kannst du hier etwas Luft holen, unten. Wir haben eine Sauerstoffflasche in der Schublade drin. Ich würde den hier haben wollen. Heute darf ich das da wieder hinstellen. Unsere Reduktion ist auch fertig. Genau. Pass auf, es ist noch etwas heiß. Jetzt mache ich aus. Moment. Jetzt darfst du ihn Jetzt darf ich ihn draufstellen. Genau. So, also auf diese Menge dürfen ruhig 2 Knoblauchzehen, liebe Zuschauer. Jetzt brauche ich ein Parmesan, bitte. Ja, gerne. Jetzt haben wir mal die Position getauscht, ist auch nicht schlecht. Schon reinstreuen? Alles. Also alles? Die volle Ladung. Einfach? Ja, der Nudelsalat, der lebt einfach von Geschmacksexplosionen. Aber wirklich, habe ich auch so das Gefühl. So. Aber kochen Sie es nach, liebe Zuschauer, Sie werden sich wundern, es schmeckt. Das glaube ich allerdings auch. Und unser Team... Und die überhaupt alle, die bei uns so in der Firma sitzen, das ist ja nicht nur das Studio, sondern hinten dran passiert ja auch noch ganz viel, die freuen sich gleich darauf, dass sie das hier bekommen. Meinst du, du kannst es durchmengen? Ich meine, ich kann es versuchen, es durchzumengen. Das kannst du. Was ist mit dieser? Einfach nur, die brauche ich nicht mehr. Okay. Einfach nur einfach so anheben, dann kriegst du das auch hin, okay? Okay. So, dann viel Glück dabei. Ja. Dass es noch mehr durchmengt wird, der Parmigiano. Und ich habe natürlich vorhin ja schon, haben Sie mitgekriegt, liebe Zuschauer, so einen Test gemacht und habe gesagt, es wird passen. Ja, du hast gesagt, du kriegst es auch ohne Temperatur. So, jetzt halten wir das vielleicht mal hier in diese Kamera. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Jetzt ist es natürlich auf den Punkt. Ja, das sind so ungefähr 67 Grad. Schau mal, liebe Tanja, so soll das Ganze aussehen. Und dann gibt es jetzt so Tranchen ungefähr einen halben bis einen Zentimeter dick. So, und dann richten wir jetzt mal eine Portion hier an. Muss ich noch mehr mengen? Ja. Noch länger mengen? Noch länger mengen. Okay. Okay. Warum muss ich so lange mengen? Weil es noch nicht richtig vermengt ist. Deswegen nennt man es ja vermengen. Und woran siehst du das? Das sehe ich, weil der Parmesan noch recht klumpig ist, aber das kriegen wir hin. Okay. Ich kann auch gleich übernehmen. So, liebe Zuschauer, jetzt kommt die Reduktion, diese Balsamico-Reduktion hier oben drauf. Und dann übernehme ich noch kurz hier. Jawohl. So. Aber ich finde, jetzt habe ich das mittlerweile ganz gut gemacht. Das hast du super gemacht. Also so langsam aber sicher muss der sich komplett vermengt haben. Der Balsamico, sage ich schon, der Parmigiano, so rum. So. Oh Jörg, das ist wieder ein Gedicht. Es sieht zumindest danach aus. Ich würde sagen, unsere Kameramänner und Frauen werden sich gleich darum schlagen, das zu essen. Das will ich doch schwer hoffen. So.
machen wir dann noch etwas Dekoration. Ja, wunderschön wird das wieder gemacht. Auch für Sie, liebe Zuschauer, und für das Foto, was Sie dann immer sehen. Ich finde, so langsam aber sicher, Jörgi, könntest du eigentlich ein Kochbuch veröffentlichen. Liebe Zuschauer, wenn Sie da Lust drauf haben, schreiben Sie uns doch mal. Dann würden wir ein Gumanns schnelle Küche-Kochbuch mal versuchen, ins Leben zu rufen. Mit allen Anekdoten hier im Off-Bereich, was Sie nicht vor der Kamera sehen, beziehungsweise was Sie nicht im Fernseher zu sehen bekommen. Mein Kampf mit der Moderatorin zum Beispiel wäre ein guter Titel. Naja, gerade waren Sie ja live dabei, wie es auch mal sein kann, wenn ich mal kurz rausflitzen muss. Das war nicht geplant. Sie haben gesehen, auch das gibt es bei uns. So. Last. Und, but not least. Jawohl. Voilà. Ein Gedicht, liebe Zuschauer, er hat es wieder geschafft. Zwei wunderbare Rezepte mit Balsamico-Essig, einmal hell, einmal dunkel. Vielen Dank, lieber Jörg, dass du da warst, dass du unseren Zuschauern das wieder mitgebracht hast. Und ich würde sagen, Sie schalten einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Kochen mit der Nixe. Gumanns schnelle Küche. Tschüss.